Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir reden mal wieder über das Ergebnis eines Vermittlungsausschusses, der seinen Namen eigentlich nicht verdient und der zeigt, wie die Altfraktionen hier in diesem Hause mit unserem Grundgesetz, mit grundgesetzlich festgeschriebenen Institutionen umgehen. Artikel 77 des Grundgesetzes bestimmt, dass der Vermittlungsausschuss, der aus 16 Angehörigen des Bundestages und 16 Vertretern der Länder besteht, tätig wird, wenn sich Bundestag und Bundesrat nicht einig sind. Werden. So war es hier in einem ganz konfusen Gesetzgebungsverfahren, was das Hinweisgeberschutzgesetz anging. Am 16.12. letzten Jahres hatte der Bundestag zugestimmt, hatte das Gesetz beschlossen. Am 10. Februar diesen Jahres hat der Bundesrat gesagt, wir wollen damit nicht machen. Jetzt hätte man meinen können, 10. Februar, da wird dann der Vermittlungsausschuss angerufen. Nee, es passierte erstmal nichts. Die Koalitionsfraktionen haben ein Parallelverfahren in Gang gesetzt, mit einem neuen Gesetzentwurf vom 14.03. Der Kollege Krings hatte darauf hingewiesen, das Gesetzgebungsverfahren sollte aufgespalten werden zwischen zustimmungspflichtigen und nicht zustimmungspflichtigen Teil. Hoppla hopp, wurde eine Anhörung anberaumt am 27. März, eine Sondersitzung des Rechtsausschusses anberaumt für den 28. März. In der Anhörung wurde den Koalitionsfraktionen der neue Gesetzentwurf um die Ohren gehauen. Es wäre verfassungswidrig. Nach der Sondersitzung am 28. März im Rechtsausschuss passierte erstmal nichts. Danach geschah dann die Anrufung des Vermittlungsausschusses am 5. April. Und dann geschah auch erstmal wieder nichts. Und am 5. Mai, also einen Monat später, habe ich als Vermittlungsausschussmitglied dann bei MDR gelesen, der Vermittlungsausschuss hätte sich geeinigt. Irgendwelche Verhandlungsführer in irgendwelchen dunklen Hinterzimmern, wir haben ja gerade von informellen Arbeitsgruppen gehört, haben sich da irgendwie rumgemauschelt und dass der Vermittlungsausschuss am 9. Mai sozusagen antizipiert vom Mitteldeutschen Rundfunk dann 5 Tage oder 4 Tage vorher, dass bereits unterrichtet wurde, was da rausgekommen ist. Soweit zum Verfahren, soweit dazu, wie die Altfraktionen hier in diesem Hause mit Institutionen aus dem Grundgesetz umgehen. Es ist einfach erbärmlich. Aber erbärmlich ist auch der Inhalt dieses Gesetzes. Wir hatten bereits in den Lesungen darauf hingewiesen, dass es Zwietracht sät in den Unternehmen dieses Gesetz. Es werden Meldestellen geschaffen. Jeder kann jeden anschwärzeln, spitzeln, Denunzierungen, Kameraden, Schweinereien, wird Tür und Tor geöffnet. Und dann, was keiner mitbekommen hat, was die Europäische Union auch offenbar nicht versteht, wird auch noch das Geheimnis, dass Steuerberater und Wirtschaftsprüfer ihren Mandanten gegenüber abgeben, faktisch abgeschafft. Jeder, der sich jetzt in einer Steuerkanzlei und einer Wirtschaftsprüferkanzlei ungerecht behandelt fühlt oder mutmaßt, es könnten vielleicht schräge Tipps gegeben worden sein, kann sich an diese dubiosen Meldestellen wenden, woraufhin dann der Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer gar nichts mehr von seinem Schweigerecht hat. Also ein Gesetz zulasten der Arbeitnehmer, ein Gesetz zugunsten von Spitzeln und Denunzianten und ein Gesetz zulasten von Personen, die Steuerberater in Anspruch nehmen. Deshalb werden Sie verstehen, dass wir diesem Gesetz auch in der geänderten Form, in der im Hinterzimmer aufgekungelten geänderten Form nicht zustimmen können und auch nicht zustimmen werden. Vielen Dank. Und für die FDP-Fraktion hat das Wort der Kollege Stefan Thome.